Hallo und willkommen zurück. Wir unterhalten uns heute über die Coxsackie-Virus-Infektion oder anders gesagt die Hand-Mund-Fuß-Krankheit, was alle Eltern wissen sollten, ob ihr euch sorgen müsst und Angst davor haben müsstet und was ihr effektiv unternehmen müsst, wenn euer Kind das hat. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Dr. Susanna Kemper, ich bin ganzheitliche Kinderärztin und bringe euch hierbei und in meinem Dr. Mami-Kurs, wie ihr Krankheiten eurer Kinder beurteilen könnt und auf möglichst natürliche Art und Weise behandeln könnt, um unnötige Medikamente und unnötige Arztbesuche zu vermeiden. Es geht also los. Was ist das Coxsackie-Virus und warum heißt es überhaupt so? Das Coxsackie-Virus gehört in die Gruppe der Enteroviren, also das heißt, es ist ursprünglich mal im Darm mal festgestellt worden, vor langer, langer Zeit, 1949, in der Kleinstadt Coxsackie bei New York. Deswegen hat es diesen komischen Namen. Dort wurde es als erstes sozusagen im Stuhl bestimmt und identifiziert und man nennt es immer noch so. Es gibt mehrere verschiedene Viren in dieser Gruppe und wenn ihr zu sehr googelt und zu sehr nachlest, kann es sein, dass ihr irgendwie am Ende relativ viel Sorgen euch machen müsst. Ihr werdet über aseptische Meningitis lesen, über Myositis, über Kardiomyositis, über diverse Komplikationen, die möglich sind mit diversen Coxsackie-Viren. Ich will dazu nur sagen, dass in meinen 20 Jahren mittlerweile in diesem Beruf, da habe ich das seltenst, sehr, sehr selten gesehen. Ich habe eine einzige aseptische Meningitis erlebt im Spital. Das Kind ist gut geworden, hat sich komplett erholt ohne Antibiotika, weil es natürlich ein Virus ist. Und zwei Fällen von einer wirklich signifikanten Myositis. Diese beiden Kinder haben sich ebenfalls komplett erholt, haben sich ungefähr, also die waren tatsächlich so sehr schwach, dass sie kaum noch laufen konnten. Das waren Kinder so im Alter von 4, 5 Jahren. Und die mussten wirklich irgendwie nach vielleicht eine Woche Bettruhe war es dann gut. Also dann waren sie wieder stärker, dann hat das Virus im Prinzip seinen Lauf genommen und es war alles wieder in Ordnung. Nun sehen wir jedes Jahr Hunderte von Kindern mit Coxsackie-Infektionen oder Hand-Mund-Fuß-Krankheit, habt ihr vielleicht auch als solche Bezeichnungen gehört und das hilft tatsächlich weiter. Die allermeisten dieser Kinder machen im Grunde nie signifikante Probleme. Also was wir meistens sehen, ist ein grippales Bild, Unwohlsein mit und ohne Fieber, etwas Schnupfen, vielleicht etwas Husten, aber generell einfach die Jammerei, weil die Kinder merken, dass da diese Bläschen kommen und diese Pünktchen und dann merken sie, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann geht es dann schon los, dann merkt man, okay, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Typischerweise gibt es dann den Ausschlag im Mund und um den Mund herum, an Händen inklusive Handflächen und an den Fußsohlen hauptsächlich und an den Füßen. Man kann es überall am Körper auch noch finden, auch am Po oder am Stamm oder an den Beinen, aber klassischerweise findet man es an mindestens zwei von diesen drei Orten. Hände, Füße, Mund. Daher auch Hand-Mund-Fuß-Krankheit. Es gibt drei wichtige Probleme. Das erste Problem ist, es ist sehr, sehr ansteckend. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass wenn der Kindergarten angerufen hat, wir haben irgendwie Coxsackie im Kindergarten, könnt ihr davon ausgehen, euer Kind hat das auch bereits bekommen. Es lohnt sich in so einem Fall nur, sich zu sorgen, wenn ihr jemanden in der Familie habt mit einer ernsthaften Grundkrankheit oder mit schwereren Medikamenten, Chemotherapien, solche Sachen, die im Prinzip das Immunsystem supprimiert haben. Leute, die Organtransplantation haben, der Opa, der die Chemotherapie hat, der CF-Patient. Solche Personen sind sozusagen tatsächlich gefährdet durch die Coxsackie-Virus-Infektion, im Prinzip durch jede Virusinfektion und die muss man dann schützen. Aber ansonsten ist es so, man kann davon ausgehen, okay, wahrscheinlich sehen wir in den nächsten Tag ebenfalls den Ausschlag bei unserem Kind. Dann müsst ihr dran denken, okay, es kommen wahrscheinlich, es gibt ja Kinder, die haben gar keine, aber es kommen wahrscheinlich Schmerzen auf uns zu. Haben wir zu Hause genug systemische Schmerzmittel? Sprich, das übliche Paracetamol, Dafalgan, Ibuprofen, das kann Nurofen oder Algifor sein. Oder Ponstan oder schlimmstenfalls sogar Voltaren in Tropfen- oder Zäpfchenform. Und haben wir auch noch etwas Lokales für den Mund. Meistens empfiehlt sich sowas wie Zahngels, also all diese Zahngels, die jetzt nicht furchtbar viel bringen in der Zahnung, weil sie ja von der Zahnleiste ja sofort runterrutschen. Die bringen aber doch etwas, wenn es
Probleme gibt mit Aften oder kleinen Löchern oder Bläschen im Mund, die ja sehr wehtun. Aber an der restlichen Schleimhaut haften diese Gels eigentlich ziemlich gut. Also empfehlen wir immer, das auch zum Teil in die Hand vom Kind zu geben, dass es selber im Prinzip das mit dem Finger dahin tun kann, wo es am meisten wehtut, mehrmals am Tag. Und für die systemische Schmerzwirkung dann Sirup oder Zäpfchen. Das wird viel bringen, auch wenn das Kind gar kein Fieber hat. Das Wichtigste ist, dass es möglichst wenig leidet und dass es nicht in die Dehydratation, sprich in die Austrocknung hineinläuft. Die meisten Kinder, die ins Spital müssen, wegen Coxsackievirus, also im Grunde so gut wie alle, die ich bisher gesehen habe, bis auf die paar Fälle, die ich vorhin genannt habe, sind da, weil sie dehydriert sind, weil sie austrocknen, weil sie nicht genug getrunken haben. Die hatten zu viel Schmerzen und haben dann am Anfang noch zu lange geschlafen und dann haben sie noch ein bisschen Temperatur entwickelt und am zweiten Tag sind sie dann etwas angeschwollen und mögen überhaupt nicht trinken oder spucken alles raus und ihnen läuft auch wirklich auch der Speichel raus. Und die sind dann bei uns im Spital angekommen, eigentlich nur zum Rehydrieren und für die Schmerzbehandlung. Das kann man sehr gut mehr in vorbeugender Art und Weise zu Hause machen. Also relativ früh und relativ großzügig mit Schmerzmitteln einsteigen, gut hydrieren, also gut im Prinzip Flüssigkeit zuführen als Wasser, verdünnte Säfte, Bouillon, Suppen, zum Beispiel Joghurt, alles was viel Flüssigkeit hat und relativ mild ist, nicht sehr scharf, nicht sehr heiß, nicht sehr irgendwie störend im Mund. Geben, geben, geben und dann habt ihr auch keine Probleme. Es geht ein paar Tage, das Kind wird sich nicht blendend fühlen, aber wenn ihr das nicht verpasst, dann kommt das alles gut. Und dann ist es nach wenigen Tagen schon vergangen und alles in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video heute gefallen hat, könnt ihr es liken, Kanal abonnieren, mit Klick aufs Glöckli nicht vergessen und unbedingt noch einen Blick werfen auf diese Videos. Vielleicht ist da auch etwas Interessantes dabei. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.